Yo Leute, herzlich willkommen zu einem Update hier auf NFT Crypto Games. Wer meinen Channel verfolgt, der hat gesehen, dass ich bei Bomb Crypto Probleme hatte. Ich konnte mich nicht mehr einloggen. Das Ganze lag nicht an mir, nicht an meinem Browser und auch nicht an meinem PC, sondern das war gameseitig zu verorten. Also es gibt einen Haufen Probleme eigentlich noch entwicklerseitig. Ich zeige euch das gleich mal im Discord-Channel. Wie gesagt, mittlerweile kann ich mich wieder connecten. Ich habe hier die Seite aufgerufen. Ich check noch mal ganz kurz meinen Account. Ich brauche nämlich den ersten Account. Hier habe ich meine B-Coins momentan 0. Ich connecte die MetaMask, muss jetzt bestätigen bzw. unterschreiben und dann fängt der Ladebalken jetzt auch an. Letztes Mal hatte ich genau hier die Probleme, aber ihr seht, ich komme wieder rein. Der Stand ist eigentlich immer noch so wie früher. Das heißt, es gibt nur den Treasure Hunt, nur die Schatzjagd, die Schatzsuche, die hier momentan funktioniert. Die anderen Games sind immer noch in der Entwicklung. Ich habe zwei Champions hier oder zwei Characters quasi auf der Map am Laufen. Das Ganze funktioniert automatisiert. Bomb Crypto, ihr seht es, die laufen hier durch die Map, die legen Bomben und sprengen sich den Weg frei und hinter bestimmten Blocks legen eben dann Rewards. Das heißt, die Rewards, die gibt es auch hier zu sehen. Ich habe bis jetzt 0,21 B-Coins. Ein B-Coin liegt momentan bei 0,8491. Wenn ich jetzt mal reingehe, 0,21, das sind gerade mal 18 Cent. Und bei mir tut sich ehrlich gesagt auch nicht viel. Das ist alles, was ich in den ganzen Tagen erspielt habe mit diesen Zweien. Ich kann jetzt hier nochmal auf meinen Hero gehen. Weil sobald die ihre Energie aufgebraucht haben, gehen die in einen Resting-Modus, also die ruhen sich aus. Und der hier ist jetzt zum Beispiel wieder voll, den schicke ich jetzt wieder zur Arbeit, go work. Das heißt, der macht jetzt weiter. Das Upgrade ist auch noch nicht aktiv, also das Game ist wirklich noch sehr early, in einer sehr early Stage, noch sehr weit am Anfang. Die beiden sind jetzt active, wie gesagt, die haben hier ihre Stats, die verschiedenen Level. Ich könnte die jetzt deaktivieren und sonst kann man hier noch nicht viel machen. Ich kann noch in den Shop gehen, mir ein Haus kaufen, dadurch können die schneller ihre Energie wieder aufladen. Und sonst funktioniert es, wie gesagt, einfach automatisiert. Wenn wir hier nochmal in die Game Modes reinschauen, wie gesagt, der Treasure Hunt Mode ist momentan aktiv. Der Battle Mode soll kommen, das heißt, da können Player gegen andere Player dann fighten und der andere Modus ist der Story Mode. So lassen sich dann auch noch B-Coins verdienen. Interessant ist, dass es hier hinter manchen Blocks gibt Cages, wenn man die freisprengt, kriegt man einen Hero, weil ein Hero zu minten kostet momentan immer noch 10 B-Coins. So, wir gehen hier rein, genau, 10 B-Coins, das heißt 8 Euro. Der Kurs ist auch in letzter Zeit sehr gedroppt, weil es waren ein paar Leute dabei, die haben sich durch, sage ich mal, unlautere Methoden mehr B-Coins verschafft als die normalen Spieler und die haben den Kurs jetzt nach unten gedrückt, weil die verkauft haben. Das heißt, die haben ja das Game mehr oder weniger gehackt und haben sich da viele B-Coins rausgeholt. Die Accounts sind aber auch gesperrt worden. Ich habe das Ganze im Discord-Channel nachgelesen. Ich check hier auch noch mal kurz rein in den Discord-Channel und da seht ihr gestern ein Update. Hier Fix Claim Hero, Added Retry, Claim Hero. Also es gibt immer wieder Sachen, die gefixt werden. Auch hier, for now you can only claim B-Coin, do not claim Heroes, weil das ist wieder hier mit einem Error quasi belastet. Also ihr seht, das Game ist wirklich noch in der Entwicklung und auch der Beweis hier bei mir funktioniert einfach nicht viel. Ich habe die Heroes ein paar Tage lang am Laufen und habe gerade mal 0,21 B-Coins. Also man bräuchte wahrscheinlich einfach mehr, dass man braucht hier mehr Heroes auf der Map, aber ich sehe hier gerade für mich den Sinn, nicht mehr zu investieren, wenn noch so viele Fehler am Start sind und wenn so viele Leute hier sich reingehackt haben. Natürlich kann es auch ein sehr guter Zeitpunkt sein, einzusteigen, weil wenn das Game sich gut entwickelt und nachher alles wirklich online ist und funktioniert und alle Game-Modes am Start sind, viele Nutzer reinkommen, viele die Coins nachkaufen, um die Characters zu minten, dann kann das natürlich auch
ja, weiter abgehen, der Coin sich gut entwickeln, und wer dann hier viele auf der Map am Laufen hat und in den anderen Games ist, der hat dann natürlich hier in seinem Chest einfach viel mehr zu claimen. Ab und zu werden dann Heroes gefunden, die ganze Zeit werden B-Coins verdient, man kann dann claimen und sich das auch ausbezahlen über Pancake Swap oder sonst was in andere Währung tauschen. Aber ich lasse es momentan bei diesen zwei Heroes. Ich werde warten, bis das nächste Update draußen ist, weil dann soll auch die Möglichkeit da sein, die Heroes wie zu vereinen und dafür dann eine höhere Stufe zu bekommen. Ich habe ja jetzt hier nur ein Common Level und eigentlich soll ich die quasi wie upgraden können. Also ich habe verschiedene Sachen gelesen und ich werde es dann ausprobieren, sobald die Updates draußen sind, weil momentan kann ich nicht viel machen, außer an der Treasure Hunt teilnehmen. Und das werde ich weiter beobachten. Sobald es neue Infos gibt, sage ich euch Bescheid, Leute. Dann lade ich hier einen neuen Clip hoch. Deshalb vergesst nicht, up to date zu bleiben. Klickt auf Abo, klickt auf Like, tut mir den Gefallen. Ich freue mich über jeden Support, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Haut rein.